Wie gut ist die Forming Cream von American Crew? Kommen wir als erstes mal zu der Verpackung. Die Verpackung ist ganz typisch für American Crew, ist nichts Besonderes, ganz normal, mittelmäßig. Kommen wir zum Geruch. Als ich die erste Nase von diesem Produkt genommen habe, ist mir direkt eine Sache in den Sinn gekommen, und zwar eine Sonnencreme. Tatsächlich nicht nur mir, das Produkt riecht wirklich wie so eine Sonnencreme. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 60% der Inhaltsstoffe sind gut, 40% leider nicht ganz so gut. Kommen wir zum Claim des Produktes. Es wird mit einem mittleren Halt geworben, mit einem glänzenden Finish. Und dieses Produkt soll wirklich für jeden Haartyp geeignet sein. Ob das wirklich stimmt, finden wir jetzt heraus. Meine Vorherfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Ich habe meine Haare heute Morgen mit Shampoo und Conditioner gewaschen und jetzt sind die Haare im trockenen Zustand, was die Grundlage für das Styling ist. Kommen wir zur Konsistenz des Produktes. Das Produkt ist eine Forming Cream. Es ist auch weich wie eine Creme, aber trotzdem etwas klebrig, etwas fiberartig, womit ich an dieser Stelle tatsächlich nicht gerechnet hätte. Heißt, das Auftragen in die Hände funktioniert auch relativ easy, weil das Produkt weich ist. Nichtsdestotrotz kann man das Produkt nicht komplett rückstandslos in den Händen verteilen, weil es einfach so ein bisschen klebrig und fiberartig ist. Aber kein Problem, es besteht an dieser Stelle keine großartige Verklumpungsgefahr. Kommen wir zum Styling. Ich habe das Produkt erstmal in meine Hände ordentlich verteilt und dann logischerweise auch ordentlich in die Haare verteilt. Weil das Produkt etwas klebrig und fiberartig ist, habe ich einen groben Kamm mit dazu genommen, um das Produkt wirklich überall in die Haare zu verteilen. Das ging mit einem groben Kamm dann wesentlich einfacher. Später habe ich dann noch einen feinen Kamm mit dazu genommen, um meine Seiten zu ordnen und auch um die restlichen Haare so ein bisschen in Form zu kriegen. Final habe ich dann meine Haare tatsächlich dann auch mit meinen Fingern gestylt und einen natürlichen Look kreiert. Meine Nachherfrisur nach dem Styling sah dann wie folgt aus. Kommen wir zum Halt. Es wird mit einem mittleren Halt geworben und genau der ist auch drin. So sollte es auch sein. Kommen wir zum Finish. Es wird mit einem glänzenden Finish geworben. So glänzend ist es dann doch nicht. Ich würde mal sagen, 80% glänzend, 20% matt. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Die Auswaschbarkeit ist medium, würde ich jetzt mal sagen. Ihr braucht auf jeden Fall ein Shampoo, um das Produkt rückstandslos aus den Haaren herauszuwaschen. Denn das Produkt ist einfach ein klebriges Produkt. Und das merkt man tatsächlich beim Auswaschen dann auch. Kommen wir zum Preis. Ihr bekommt 85 Gramm von der American Crew Forming Cream für 15 Euro, was an dieser Stelle wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Es wird damit geworben, dass das Produkt für jegliche Haartypen geeignet ist. Ich würde das Produkt zum Beispiel nicht benutzen, wenn ich sehr dünne oder feine Haare habe. Wenn du normale bis dicke Haare hast, kannst du das Produkt aber easy verwenden. Das Produkt ist vor allen Dingen für Leute geeignet, die einfach ihre natürliche Haarstruktur herausarbeiten wollen und einen mittleren Halt benötigen und das Finish 80% glänzend und 20% matt sein soll. Also, wenn du zum Beispiel jemand bist, der einen Broflow trägt, der einen mittleren Halt benötigt, das Ganze aber noch reworkable sein soll, dann ist das auf jeden Fall eine Option. Kommen wir zur totalen Punktzahl. Die American Crew Forming Cream bekommt 36 von möglichen 50 Punkten. Den Link zum Produkt findet ihr logischerweise wie immer unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestylen.